Ich habe jetzt auch einen Support-Creator-Code, FloDaFlo, einfach eingeben und jeder, der mir davon ein Bild auf Instagram schickt, wird in der Story markiert auf Ehrenbruder-Basis. Viel Spaß beim Video. Boom und damit willkommen, meine lieben Freunde, geht zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Mal wieder sehr aktuell. So aktuell, wie es nur geht, Freunde, wir sind nämlich am Start mit Damon, ja. Er hat jetzt endlich noch zum Release vom heutigen Hellboy, ja. Freunde, Hellboy-EP heute rausgekommen, Link in der Beschreibung. Supportet den Ehrenbruder. Hat dann auch den Track zusammen mit Billy hochgeladen als Auskopplung, was ich echt fresh finde, was ich cool finde. Ich freue mich drauf. Ich habe noch nicht in die EP reingehört. Ich habe nur ja, das, was irgendwie geteased wurde auf Instagram, so ein Mini-Trailer habe ich mal gesehen. Aber sonst noch nicht irgendwie was anderes. Oben im i habt ihr noch meine anderen Videos zu Damon, Freunde. Und ich bin wirklich gespannt, Leute. Ich bin ein bisschen gehypt. Ich freue mich drauf. Damon und Billy. Geile Kombination, Mann. Ich habe ultimativ Bock drauf und freue mich, dass es jetzt schon so der Stand ist, dass Billy immer mehr Features irgendwie macht. Mit Mysep irgendwie, mit Jack von Crack ist er dabei, bei Timematic hat er ein Feature gehabt und jetzt bei Damon. Feier ich, Leute, feier ich, weil so kriegen wir auch Tracks von Billy, selbst wenn er mal nichts hochlädt, was ziemlich oft vorkommt. Deswegen wird die Sucht ein bisschen befriedigt, Freunde. Ich habe das Ding ein bisschen früher bekommen, deswegen sind wir hier nicht auf YouTube unterwegs, sondern ich habe es so gedownloadet jetzt. Nicht, dass ihr euch wundert. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir schauen rein, Alter. Ich hab Bock. Let's go. Hey, Benjo. Schippe die Kippe. Freunde, diese Namen, die ich hier schon wieder lese, ja? Ah, Igoko, Digga. Igoko, Kuss auf deine Nuss, du weißt es. Benjo, Alter, mit dem ungefähr besten Beat-Producer-Tag im Leben, Alter. Hey, Benjo. Oh. Schnippe die Kippe. Schnippe die Schnippe die Kippe aus dem Mustang. Und bremst nur mein Hass. Denn gehört Feinde meinen, dass sie uns lang kennen. Doch sie kennen nur die Maske. Ach, Damon meinte übrigens zu mir, dass das erste Musikvideo, glaube ich, von ihm ist ohne Kapuze. Jetzt hatte ich ja gerade eine auf, aber eben hat er nur die Cap auf. Sieht aber fresh aus. Allgemein, die Optik sieht sehr amerikanisch aus. Passt ja auch Mustang. Sieht fresh aus auf jeden Fall. Schnippe die Kippe aus dem Mustang. Und bremst nur mein Hass. Denn der getarnte Feinde meint, dass sie uns ankennen. Sie kennen nur die Maske. Sie stalken mich, ich hab Camper vor dem Stuhl. Okay, ja. Okay, ich weiß nicht, ob das Billy sein soll, aber so breit ist Billy auch wieder nicht. Aber fresh, dass Alien am Start ist, Digga. Boah, das finde ich halt so cool, dass die Leute untereinander cool sind, untereinander connected sind. Cool, dass Alien am Start ist, Alter. Yo, gute Freunde sind selten da, dafür jeden Tag Uso. Ja, Mann. Termine hier, Termine da, ich tu so. Als ob ich tot bin und Record Area auf Pluto. Trage tausend Masken, denn ich wurde tausendmal enttäuscht. Engel im Wolfspelz oder Teufel im Schafspelz, rate mein Freund. Digga, dieser Flow, einfach krass. Und auch eben die amerikanische Flagge, es kommen schon amerikanische Vibes rüber. Und das funktioniert auch wirklich. Das funktioniert, das fühlt sich an wie so ein klassischer amerikanischer, weiß nicht, Sommertrack vom Feeling her, was zumindest aufkommt. So aus den 2010ern oder so, wisst ihr, was ich meine, diese Richtung irgendwie. Kommt auf jeden Fall geiles Feeling auf jeden Fall. In diesen Schlüssel, Baby, zu meinem Herzen, folge den Spuren. Doch hinter jedem Schloss nur ein neues Schloss und neue Türen. Keiner kennt mich wirklich, nur ein paar tote Menschen. Keiner weiß, wie ich tick, außer ich und ein paar Konsumenten. Früher waren es Kiffer, jetzt sind Zuhörer die Komponenten. Die wie Swiffer mein Geld waschen und auf mein Zweitkonto senden. Digga. Das ist ein schöner Vergleich. Früher waren es Kiffer, jetzt sind es Leute, die meine Mucke hören. Fresh. Feiert sind Zuhörer die Komponenten, die wie Swiffer mein Geld waschen und auf mein Zweitkonto senden. Aus Fehlern zu lernen kann dir niemand, nicht mal dein Vater beibringen. Ihr seid nur zum Teil intelligent, wie dieses einfach sein Ding. Sie reden viel auf mich ein, ich wollte umgehen. Ehre, Schatz feiert, Alter. Lammen, die spielen am Mike zu Hause, scheiß darauf, Maske aus. Viatch endlich free. Schnippe die Kippe aus dem Mustang. Und bremst nur mein Hass. Denn getarnte Feinde meinen, dass sie uns lang kennen. Doch sie kennen nur die Maske. Schnippe. Boah, ich glaube, der hat doch einfach Bock, den Track aufzunehmen. Weil da kommen bei mir jetzt ultimative Sommerfeelings auf, Alter. Ich habe so Bock, einfach Fenster und Dach auf und einfach irgendwo in so einem entspannten Sommervor- oder Nachmittag durch irgendwas zu fahren und einfach diesen Track zu hören, Alter. Digga, das ist wirklich fresh. Das ist wirklich einfach
die Sommerkanone, Alter. Wir hatten letztes Jahr Roots, Alter, ungefähr zur selben Zeit sogar, wo ich auch komplett in die Sommerfeelings gekommen bin, ja. Und das löst ähnliche Gefühle in mir aus. Die Kippe aus dem Mustang, und bremst nur mein Hass, denn getraute Feinde meinen, dass sie uns ankennen. Sie kennen nur die Maske. Reportagen und Damon, sowas wie uns sieht man selten. Yeah. Wir sind Genies, so wie Sheldon. Yeah. Kann ich dir irgendwie helfen? Die Leute kommen an und sie wollen jetzt was von mir. Wollen irgendwas von mir, sie wollen mich melken. Ich kann dein Leben mit der Gatling beenden. Bandana vom Gesicht, das a Red Dead Redemption. Ja, kennt ihr die Menschen, die einen nerven und stressen? Ey, was du mir heute sagst, das hab ich morgen vergessen. Yeah. Boah, ungewohnt, Billy mal so zu hören. Übrigens, ey, Shoutouts gehen hier raus. Runde Clash Parker gegen Alien, wenn ich mich recht erinnere. Der Anfangsshot, die Kamerafahrt von Ikuko, Alter. Ist, glaube ich, derselbe Kiosk. Ungewohnt, Billy so zu hören. Er float viel langsamer. Bringt die gewohnte Melodie rein, die man von ihm kennt, aber es ist eine Ecke langsamer. Und die Stimme ist nicht so aggressiv, nicht so krass dunkel, sondern ein bisschen höher sogar. Aber finde ich gut, passt sehr gut auf den Track. Alles andere wäre zu düster gewesen hier für den Sommertrack. Ich zieh die Freiheit aus meiner Schussbahn. Melde mich nur dann, wenn ich Lust hab. Damon, starte den Mustang. Endlich, nie wieder Bus fahren. Immer nur am Hustlen, Digga. Ständig hat das Geld gefehlt. Ich mal den Teufel an die Wand. Hallo, Selbstporträt. Falsche Freunde gibt es viele. Doch was zählt es? Die Familie. Immer Kopfweg und Termine. Und ich bleib in der Kabine. Und die Ratten kommen und riechen das Para. Ich bin weg, Motherfucker. Auf nach Sierra Nevada. Schnippe die Kippe aus. Dieses geflüsterte Hellboy von Damon, Leute. Davon hätte ich gerne eine 10-Stunden-Loop-Version. Fucker auf nach Sierra Nevada. Schnippe die Kippe aus dem Mustang. Bremst nur mein Hass. Denn getraute Feinde meinen, dass sie uns ankennen. Doch sie kennen nur die Maske. Schnippe die Kippe aus dem Mustang. Und wie gesagt, einfach cool, dass auch Johnny und Alien jetzt da einfach im Video zu sehen waren. So. Da sieht man einfach, dass die einfach Bock haben und dass die einfach auch, ja, einfach Spaß haben so beim Videodreh einfach. Finde ich cool. Feinde meinen, dass sie uns ankennen. Sie kennen nur die Maske. Boah. Okay, wait. Ja, okay, stand performed bei, aber gut. Ich dachte gerade kurz, dass Billy doch auf einmal 20 Kilo zugenommen hat und im Video zu sehen war. Aber das, da war die Kopie bei Tamatic im Video doch noch ein bisschen besser. Ehre an alle. Muss man einfach sagen. Freshes Ding, Freunde. Gut, Freunde, ich würde sagen, kleines, großes Mini-Fazit, ja. Was kann ich sagen? Stabiler Track, Alter, stabiler Track. Ultimative Sommergefühle, ja. Überraschende andere Art von Billy, aber überraschend gut auch, würde ich sagen. Überraschend gut auf diesen Sommertrack. Erst ein bisschen schwer vorzustellen, wie er da jetzt reinkommt, aber der Flow war sehr angenehm, die Stimme war sehr angenehm und dann beim ersten Flowchains, wo er ein bisschen schneller noch war, war wieder dieses Gewohntere von Billy ein bisschen. Ey, aber es hat gut aufgepasst, man. Ultimative Sommergefühle, stabile Hook auf jeden Fall, geiles Video, schön American Style, irgendwie schön alles im, haben sie diese paar richtig sonnigen Tage, die jetzt waren, gut ausgenutzt, um das zu drehen, weil das wirklich echt wie, ja, mitten im Sommer aussah. Alien war dabei, Johnny war dabei, ich bin sehr zufrieden, Leute, ich habe Bock auf die EP, ich werde sie mir jetzt, ich habe eine 4-stündige Zugfahrt vor mir, da werde ich die EP ein bisschen rauf und runter hören. Deswegen habe ich da Bock drauf, Leute. Schreibt mir eure Meinung gerne rein, auch zur gesamten EP, falls ihr sie schon gehört habt, im Gegensatz zu mir. Und dann, Leute, würde ich sagen, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Checkt natürlich unbedingt das originale Video, lege in der Beschreibung beim Ehrenbruder Damon ab und lasst ein bisschen Liebe und Grüße da. Und dann würde ich sagen, was ist hier mit diesem wunderbaren Video, Freunde, ja? Falls ihr zum ersten Mal kommt, ihr hier direkt zu zwei anderen Videos, die ich für euch rausgesucht habe. Und dann würde ich sagen, grüße ich zum Ende einmal die Ehrenleute. Adidas 020, Doras, Philipp, Easy und den netten Letten. Habt einen wunderbaren Tag, Freunde. Bleibt fresh und ciao.